Schon wieder gibt es ein Informationsvideo und ich starre eher den Monitor an. Ich gucke nicht so in die Kamera. Es ist 2.39 Uhr bei mir. Und ja, wir wollen euch ein paar neue News sagen. Nicht wahr? Wie, was denn für News? Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, du schläfst mich in so ein Video rein, wenn ich... Wir gehen jetzt erstmal auf unser Kanäle. Da, ja, das Problem ist, dass dieser Herr Graf hier... Was denn? ...bei mir wohnt. Wie Problem? Bisher hat es auch geklappt. Ja, ich... Lass mich mal ausreden, ja? Ich habe doch minimal nur... Die Videos sind kurz klein gerendert. Lass mich ausreden! Es geht darum, dass wir nur mein Internet haben und jeder weiß, dass mein Internet scheiße ist. Ich lade das noch über deine View hoch, dann geht's schnell. Ich weiß, das war ein schlechter Witz. Weil deine View war bisher sehr gut im Internet. Nicht? Ja. Da haben wir uns eben halt darauf geeinigt, dass wir uns abwechselnd die Sachen hochladen. Dafür gibt es leider nicht so viel. Nicht so viel Material, beziehungsweise für euch alle. Und ich schlage diesen Zweitgrund gleich neben mir um. Bei mir, ja, ich muss sagen, Ori und The Blind Forest ist leider ein Unfall passiert. Der Unfall lautet, PC ist gecrashed und ich muss den refreshen. Und es kann sein, dass ich den Spielstand nicht mehr habe, also muss ich mich nur dahin spielen. Ich wollte bloß dann gerade so tun, wie die Zuschauer dabei sind. Wahrscheinlich bin ich so, ja geil, ich hatte die alte aufgehört. Nein. So ungefähr ist das. Ich musste mich dann nochmal dahin spielen. Und ja, das ist das kleine Problem. Also wir werden da wahrscheinlich noch längere Zeit keine Parts kommen, weil ich nicht dazu komme zu spielen. Was war's noch? Ah ja. Dann haben wir ein Problem mit der Eisel. Ist klar, mein Internet. Wenn man der Eisel dann auf den Ping geht, ihr wisst, was dann passiert. Ja. Ja. Also wir sind überall eingeschränkt. Aber ich hoffe nicht für immer, weil dieser Herr neben mir, der ganze Grimassen schneidet, wird arbeiten gehen. Das war doch eh schon klar. So wie meine Nase gerade verrutscht ist. Ja. Und dann wird er sich auch ein Internet holen und dann ist alles so wie vorher. Ich habe natürlich mein Luschen-Internet, wie immer. Dann geht ganz normal der Eisel weiter, bei ihm geht dann alles normal weiter, ne? Ja, wie, es geht jetzt schon alles normal weiter. Bei mir geht's schon normal weiter auf meinem Kanal, es ist jeden Tag ein Video ungefähr da. Was denn? Ich sag nichts mehr. Ich geh raus, tschüss. Warum? Dusch. Bei mir ist es relativ normal. Gut, bei ihm ist alles normal, wie auch immer er es mit meinem Internet schafft. Meistens kommt fast an jedem Tag ein Video. Eins, du hast immer vorher mehrere gemacht. Ich weiß, aber ich habe nie gesagt, dass das irgendwie sein muss. Wie schon damals so gesagt. Du verarscht mich, ne? Ja, hast du nicht mein Videos, habe ich das oft genug erwähnt, dass ich immer sagte, ich mache nur so viel, wie ich kann. Und jetzt kann ich natürlich weniger, also ist eigentlich alles im Plan. Weil mein Kanal ist immer Hobby. Gut, mein Kanal ist nicht im Plan. Mein Kanal ist eigentlich auch wie sonst, das kommt nur halt ein bisschen weniger, wie bei Orion, The Blind Forest, leider der Unfall. Also so ist es so wie bei mir, also so wie normal irgendwie, auf eine Art und Weise, nur halt natürlich weniger. Aber es ist trotzdem irgendwas da. Ja. Ja, Ori. Ja, wegen Ori, da muss ich neu spielen. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, ja. Aber es war zum Glück nur am Anfang. Ich mache jetzt überall Backups. Ich habe die Schnauze so voll. Zu meinem Kanal. Wir machen momentan viele Walkthroughs und Tagebücher.
Ohne mein Gesicht, weil ich glaube nicht, dass ich in der Öffentlichkeit so rumrennen soll. Oder? Also, so mit Maske. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wieso? Du zeigst in dein Inneres dann mit der genauen Maske. Au. So. Ruf die Polizei. Guck mal, sie bedroht mich. Und es ist nicht mal meine Faust. Ich habe meine zwei... Ich habe ihn rasiert. Ja. Ja, guck, die diese Schönheit. Die Regierung halt. Sie schlägt immer ein. Rasiert einen. Schlägt einen schon wieder. Ja. Der Eisel haben wir ja auch einen Server. Das habe ich jetzt auch erwähnt. Meine Nase. Kann man mal vergessen. Ja, aber der kommt ja in ein paar Monaten wieder. Also passt das. Dann haben wir vor, nachdem er Internet hat, einen Family Channel bei Steam zu machen. Also, Tanja, ihr wird dann Fight Night. Das geht doch gar nicht. Wir haben doch vorhin ausprobiert. Ja, du müsstest dich in meinen Account locken. Also, du musst mich auslocken aus Steam hier und dann rein. Ja, das kann man ja auch mit dem Internet. Nee, ich habe die Steam Mobile App. Du nicht. Es wird trotzdem irgendwie funzen. Ja, jedenfalls gibt es einen Family Channel und dann kann der Pfeife den fertig spielen. Ja, so. Funktioniert es auch mit einem besseren Internet doch auch nicht. Es geht darum, dass du dich einloggen kannst. Ja. Ja. Ich nicht verstehen. Was denn? Schlag dich, Alter. Zum Einloggen gibt es auch Probleme. Dass mein Rechner immer noch nicht richtig läuft. Es kann passieren, dass ich nochmal alles resetten muss und neu machen muss und hört sich zum Undertaker. Tschüss. Gott, tschüss. Funktioniert nur nicht, weil die Schatten im Hintergrund sind, ne? Miro. Was? Der macht hier bekloppte Sachen. Der Miro. Ja, sag mal, wie findet ihr die Frisur? Habe ich die gut gemacht? Sind wir hier bei der Ring oder was? Mann. Ja. Zum anderen, ja, wir leben theoretisch zusammen. Er wohnt bei mir hier im Zimmer. Nein, Quatsch. Ja, jeden Tag. Immer bei der Regierung. Du lebst von meinem Essen! Ja, ich könnte auch ruhig zu Hause geblieben sein, wenn das in Ordnung gewesen wäre. Ich weiß. Ich kriege danach so viele Schläge. Ruf jetzt schon die Polizei, bitte. Du kriegst nicht nachher, du kriegst jetzt einen Schlag. So. Da bekomme ich noch mehr. So sieht er aus, in echt, wenn er so weitermacht. Ja, wie gesagt, wir machen viele Walkthroughs, wir gehen ja oft spazieren. Er wohnt bei mir, er isst von mir, er schläft bei mir, er hat sogar ein Zimmer. Was? Die wohnen doch nicht bei dir zusammen in einem Zimmer, was? Ja, wie er merkt, hat er sein eigenes Zimmer, ich habe mein eigenes Bett, er hat sein eigenes Bett. Ja, auf deinem Bett bin ich aber oft genug zum Rumhocken. Und Wii U spielen, ne? Und Wii U spielen, naja. Muss man doch ausnutzen. Aber macht euch gefasst, ich werde trotzdem irgendwelche Fake-Tweets machen, wo ich sowieso keine Wii U habe. Das ist schon Standard seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren habe ich es versprochen, dass ich eine Wii U habe. Ja, eigentlich müsste ich nicht mehr erzählen, außer dass meine Mutter halt gestorben ist und ich halt immer noch dadurch kaputt bin, auch wenn schon fast ein halber Monat vergangen ist. Ja. Über ein halber. Ja. In der Zwischenzeit.
Aber sowas geht sowieso nicht so. Nee, das kann Jahre andauern, bis man das verarbeitet hat. Ja, du hast mich auch Jahre an der Backe. Hauptsache ich weine und ich krieg so ein Löschel in die Fratze, weißt du? Zum anderen will ich auch sagen, danke an Kretak und Lilly sagen und auch an Speerkläs. Warum? Was ist denn passiert? Dieses Gesicht, ne? Was ist denn genau passiert, warum du dich so bedankst? Sie haben mir, sag mal, Prime Mechanics Extension hat ein Update gehabt und da waren dann ganz neue Skins drin, leider noch nicht von mir welche. Ich dachte, glaube ich, die Entwickler werden bestochen, aber keine Ahnung. ja, da kamen neue Skins rein und da haben die beide, wie gesagt, drei mir fast die ganzen Skins gekauft. Was? So viel? Drei Viertel der Skins, ja? Ja, ich weiß. Ich weiß es doch selber. Ich tue nur so, als ob so. Ja, so Freunde muss man mal haben, ne? So einen Freund muss man auch mal haben, hier. Biene. Ja, und wenn ihr Geld verdient, gibt er mir sein ganzes Geld. Nicht ganz. Ja, ein Teil geht in die Haushaltskasse, ein Teil für dich und ein Teil wird angespart. Du weißt ja, für was alles. Und du weißt. Das hat sie so falsch angehört. Was kann sich überhaupt holen für Geld, was total komisch ist? Ich kenne mich eh nicht aus. Aber irgendwann möchte ich für den Führerschein sparen. Ja, ich habe das nicht gemacht. Need for Speed. Dann führe ich dich hier rum. Ja, und mach einen Wars-Kurs. Nicht im Auto. Dann bin ich abgelenkt und dann gucke ich sonst vom Steuer weg und dann ist es ein Unfall. Ich kenne mich doch. Aber so sonst, ja. So ungefähr sieht der Plan aus. Ich verdiene irgendwann. Machen wir zusammen Action. Ja. Ja, mehr, weil das umso besser ist. Damit wir nicht nur hier so. Geh mal in Zoos. Was? Geh mal in Zoos. Was für? Zoos! Der Zoos, das ist doch kein Problem. Geil, ich war noch nie in einen Zoo. Ja, dich bringe ich sowieso an einen Ort, wo du noch nie warst. Was? Der Zoos! Und. Und was denn noch? Du hast doch einige Orte noch nicht so gesehen. Ich hab nichts gesehen, außer der Klo. Und ein Kino. Ja, ein Kino, ja. Das ist ja wir gehen auch auf ein Kino, das heißt, wir werden auch ein paar Kino-Infos alles noch. Ja, später wird das umso besser, wenn mehr Geld. Wenn ich noch Geld. Ich sag mal, ich hab so knapp 500, 600 Euro und er hat dann so 800. Verzähl doch nicht über alles Finanzielle. Hey, sie wissen nicht, wie wir es kriegen. Ja, ich verkaufe Drogen, sieht man schon. Ja, ich gehe hier Huren verdingsen oder ja, was? Ja. Du machst Sauerei, ich mach Drogendeal. Und dein Vater ist Mafia-Boss. Mafia-Boss, der Meerschweinchen, oder? Ja, Ja, du hast ihn noch gestern oder vorgestern gesehen mit seinem Meerschweinchen, der gekuschelt, der so voll auf dem Schoß. Und dann denkt man sich so, scheiße, ja, wir haben das Geld nicht abgeliefert. Da hatte ich schon Angst um mein Leben. Also zum Glück hat das Meerschweinchen noch Gnade gehabt. Hätte es mich mehr angepiepst und mich angeschaut, dann wäre ich tot gewesen. Mimi. Ja, ich mach dann auch Mimimi. Ja, dann bin ich tot. Mimimi. Ja, ich habe die Angewohnheit, wenn er jemals ein Handy hat und er filmen kann, dass ich halt einfach irgendwie immer Mimi durchs Haus rufe, dann mein Meerschweinchen. Okay. Was denn? Du hast so gemacht. Ich habe nur so. Ja, bei mir bewegt sich doch anders. Wir haben hier nicht mal einen richtigen Hocker. Genau so sitzt ein Hocker auf einem Monitorschachtel. Mit einem Kissen drauf. Nein, du musst da drin halten. Immer da so. Dann passt das.
Das hast du jetzt den Zuschauern gezeigt. Ja, ich habe in einem Video genügend Mittelfinger gezeigt. In einem ganz coolen Style, also. Ja, dem Style. Nein, nicht dem. Ich meine, das mit der Rutsche. Also diese Pendelbahn, wo ich dann so am Boden war und dann so. Einer der Walkthroughs. Das dritte. Erinnerst du dich? Da am Ende, wo du I believe I can fly. Ich erinnere mich doch. Hä? Ich erinnere mich doch. Ja, warum tust du dann solche Sachen? Das ist nie Sünde. Hier, nimm mein Haar. Ja, so jetzt die ganze Zeit. Oder ich mache aber bei ihm den hier. Ja. Ja, ich sag ja die Regierung. Sie ist Exekutive, Legislative und Judikative. Judikative, sie entscheidet selbst, ob richtig oder falsch. Legislative, sie macht die eigene Gesetzgebung. Und Exekutive liefert aus, wenn es nicht passt. Sag ich doch. Dann gibt's noch die Indikative, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Das ist irgendwie noch eine vierte Gewalt gewesen, aber keine Ahnung mehr, was das war. Ich hab zu wenig Geschichtsunterricht. Wie vor Kakashi, irgendwann kommt die Frage, ich will wissen, was hinter der Maske ist. Ah, seht ihr, wie das... Oh, scheiße, guck mal, voll gebrochen, noch weiter, okay, seht ihr, wie sie ziehen, guckt euch an, Alter, da ist nichts mehr übrig. Oh, ja. Guck mal, da ist nichts mehr, ich muss es extra reinbluten lassen, weil... Ah, geil. Ja, so geht das bei uns. Dauert für halb Video nur Schwachsinn getrieben. Ja, du warst auch immer in meinen Pokémon-Parts. Ich glaube, das war 36. Part 36, da ist sie einfach währenddessen reingegangen und ich sagte so, Leila, komm rein. Machen wir weiter zusammen. Übrigens, der war sehr lustig dabei. Weil du... dabei warst. Dann haben wir Team Aqua kaputt gemacht. Wie immer. Ja, ich war ja Team Aqua, ne? Du hast die eine. Ja, wir beide waren in dem Sinne Team Aqua. Du warst die Frau, ich war der Mann. Au. Leider zieht sein Hut aus. Jetzt müssen wir noch deine Pupillen hochmachen, dann wärst du der Undertaker. So weißt du, so ganz weiß. So. Geht nicht. Kommst du aber auch nicht hin. Keine Ahnung, ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, wie gut ich das hinbekommen habe. Wahrscheinlich wieder ultra schlecht. Keine Ahnung, sieht man ein Video. Wie? Sieht man? Du sahst aus wie ein Betrunkener vom Geist Besessener. Passt. Ja. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was wichtig war. Auf meinem Kanal, wie gesagt, Ori muss ich nachspielen, sonst kommt alles wie sonst auch, außer der Eil oder der Eisel, weil wir da lieber den Server haben. Und PC, das wird ganz normal kommen. Das ist ja, den mache ich ja sonst auch immer. Ja, sonst, no. So, Multiplayer-Spiele, dass ich mit ihm zocke und so, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil wieso eigentlich? Ich könnte bei ihm einfach ein LAN-Kabel durchlegen. Das ist sogar die beste Verbindung, die es gibt. Was denn? Du vergisst, dass mein Internet scheiße ist. Leute, wir legen ein LAN-Kabel von Leila darüber zu mir.
Das heißt, theoretisch, du machst dein Internetkabel raus und dann... Dann würde es passen. Es funktioniert so. Schlag ihn noch. Nö, hast du ja schon nicht oft genug im Video gemacht. Ich schlag dich mal wirklich blutig, Alter. Ja. Blutig gut durch. Aber was war denn gestern? Da hast du mich schon blutig geschlagen. Nee, kann ich nicht erinnern. Du und deine Erinnerung. Jedes Mal werde ich deswegen jemand fast schon totgeschlagen. Hm. Jedes Mal sage ich, nein, gestern hast du mich schon totgeschlagen und dann nein. Dann schlägst du mich nochmal und dann sagst du, ich habe keine Ahnung mehr. Das Video hat schon 21 Minuten. Ja, ich muss sagen, danke fürs Zusehen. Wir fragen Sie auf Wiedersehen. Ciao. Oh, warte, falsche Rum.